So, moin Leute, ich wollte euch nur kurz mal zeigen, wie ihr für die jetzt endlich Vollversion 1.0 Minecraft das Mesa HD Texture Pack 64x64 drauf bekommt. Dazu geht ihr zuerst auf die zwei Links, die ich habe. Der erste ist der Link für den aktuellsten MC Patcher 2.2.2. Mit dem alten geht das nicht mehr. Scrollt ihr hier halt runter und klickt hier auf einen von den drei Links, um den zu downloaden. Ich habe den mehr Mediafire Download via Adfly gemacht. Und auf den zweiten Link geht ihr und drückt hier auf Standard Download. Müsst halt erst noch laden. Das ist das Mesa Texture Pack. Da steht aber ein Plus-Patcher dabei. Das ist hier das. Aber der Patcher ist der veraltete. Also könnt ihr den nicht benutzen, sondern das hier braucht lediglich die Mesa-ZIP-Datei und den neuesten MC-Patcher. Dann geht ihr auf Start, Prozent, App-Data, Prozent. Dann in den Punkt Minecraft-Ordner, in den Texture-Pack-Ordner. Und öffnet hier linken das ist Mesa und zieht dann das Mesa hier rein. Ich habe es schon gemacht, wie ihr sehen könnt. Dann drückt ihr auf X, also habt ihr es geschlossen. Und dann nehmt ihr den aktuellsten MC-Patcher, klickt auf Ausführen. Dann lädt er hier unten zuerst kurz eine Anzeige. Er analysiert die Minecraft Jar und dann klickt ihr auf Patch. Und dann patcht er das Ganze. Und fertig. Da könnt ihr Minecraft starten. Und Texture Packs, Mesa. Komm schon. Los. Hey. Los. Hey. Los. So, dann klickt dann. Und Singleplayer und hab sogar schon eine eigene Welt. Und fertig ist es. Das Mesa HD Texture Pack. Ohne Chunklöcher oder so. So, das war mein Tutorial. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Legolas 111.